Unser Motto für heute ist einmal alle fürs Klima und einmal System Change, not Climate Change. Der internationale Streiktag hat in Frankfurt heute Morgen eben um 7 begonnen. Ich bin heute hier, damit Frankfurt, die Stadt der Banken, stillsteht und das Wirtschaftssystem, so wie es jetzt gerade ist, lahmgelegt wird. Was wir hier jetzt als erstes gemacht haben, wir haben uns zum Frühstück getroffen und dann ging es los nach oben auf die Friedberger Landstraße. We are unstoppable, another word is possible. Wir haben einige Autos hinter uns, die etwas ungeduldig darauf warten, irgendwann wieder loszukommen. Also ich würde sagen, wir haben den Verkehr auf jeden Fall ziemlich aufgehalten. Wir streiken als Fridays for Future Frankfurt jetzt schon seit ziemlich genau 9 Monaten. Unser erster Streik war am 14. Dezember. Heute ist unser 40. Streik. Es ist leider immer noch nichts passiert. Wir werden super viel gelobt, wir werden auf Podiumsdiskussionen eingeladen, wir sind wöchentlich im Römer. Feldmann nutzt oft Fridays for Future als seine eigene persönliche Werbefläche. Das wollen wir natürlich nicht unterstützen. Er hat sich natürlich schon öffentlich dazu positioniert, zu unseren Forderungen, dass er uns auch unterstützt. Aber wir sind total frustriert, weil wir sehen eben nicht, dass sich was ändert. Power! 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 Krise ist nur gemeinsam lösbar und deswegen brauchen wir alle. Mir ist wichtig, dass nicht das Bild vermittelt wird, dass sich jetzt ein paar Leute darum kümmern, dass das Klima gerettet wird, sondern dass es ein Thema ist, was in allen Lebensbereichen Einfluss haben muss. Die Initialzündung für uns war eben Streik. Wir sind der Meinung, ein Streik für Klima sollte nicht Schülern überlassen werden, sondern tatsächlich sich auch auf die Produktion auswirken. Natürlich muss jeder von irgendwas existieren, aber es ist eben nicht egal, was produziert wird und wie es produziert wird. Und wir sind der Meinung, dass Belegschaften darüber diskutieren sollten und Einfluss nehmen sollten. Power to the people. Power to the people. The people got the power. Cause the people got the power. Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Getting stronger by the hour. Getting stronger by the hour. Power. Power. Der 20.09. war eine Riesendemo und es gab 4 Phasen und das ist Phase 4. Das ist hier in der Paulskirche, da sie eben ein solch historischer Ort ist, basiert auf Demokratie. Und wir wollen eben, dass wir mitentscheiden können über unsere Zukunft. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Wir haben die Paulskirche besetzt, das war circa 2 Stunden, glaube ich. Wir sind hier, weil eben die Politik seit 10 Monaten nichts gemacht hat. Es wird groß über Fridays for Future geredet, meistens auch positiv, aber gehandelt wird nicht und das macht uns sauer. Die Aktion heute war ein wahnsinnig großer Erfolg. Es war gerade richtig schön rauszukommen und von den ganzen Menschen begrüßt zu werden. Climate Justice! Auf jeden Fall wollten wir hier nochmal den Druck erhöhen, zeigen, dass unsere normalen Demos nicht mehr die Wirksamkeit haben und natürlich dann auch aufs Klimakabinett irgendwie eingehen, was natürlich eine wahnsinnig große Enttäuschung auch für uns ist. Unsere Forderungen liegen auf dem Tisch. Eine davon ist zum Beispiel im Jahr 2035 Netto Null erreichen. So wie es im Moment läuft, werden wir dieses Ziel aber nicht erreichen und deswegen werden wir jeden Freitag weiter auf die Straße gehen. Power!